Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Warum ist hier alles rot? Bevor mir jetzt böse Zungen einen Berufswechsel oder sonstiges vorwerfen, erkläre ich euch das Ganze kurz. Rot, die Farbe des Teufels bzw. der Marke Teufel. Ich habe ein neues System von Teufel im Einsatz. Einige, die vielleicht mein Heimkino-Review gesehen haben, wissen, ich habe die Cinebar Duet im Einsatz und jetzt habe ich auch an meinem Computer endlich ein gutes Soundsystem. Das 2.1 Speaker Set Concept C nennt sich das Ganze. Viel Spaß mit dem Review. Wow, das war mein Eindruck, als ich das teuflisch große Paket erhalten habe. Mit dieser Größe hatte ich nicht gerechnet. Im Lieferumfang ist alles Wichtige enthalten. Die beiden Lautsprecher, der für die Größe verantwortliche Subwoofer, der Soundregler, ein USB-Kabel, ein Stromkabel und ein 15 Meter langes Kupferkabel mit zwei Leitern. Die Installation war total easy, die Kabel auf die gewünschte Länge zurechtschneiden. Ich habe hier aber lieber alles am Stück gelassen und hinter dem Subwoofer verstaut, denn ich ziehe bald aus und weiß natürlich noch nicht, welche Länge meine Kabel dann haben müssen. Danach ein kleines Stück mit einem Cutter abmanteln und das Kabel einstecken. Hier natürlich darauf achten, dass ihr den linken Lautsprecher auch am linken Anschluss anbringt und den rechten Lautsprecher am rechten Anschluss des Subwoofers. Außerdem müssen Rot und Schwarz natürlich auch zur jeweiligen Farbe geführt werden. Abschließend noch Strom- und USB-Kabel einstecken und schon kann es losgehen. Der beiliegende Soundregler wird von zwei AAA-Batterien angetrieben und wird per Bluetooth verbunden. Er ermöglicht euch zum einen die Regelung der Lautstärke sowie eine Mute-Funktion durch Drücken des Buttons. Außerdem dient er dazu, das System aus dem Standby-Modus wieder zu wecken und ermöglicht euch, die Quelle zu ändern. Der Regler läuft butterweich. Ich finde, er sieht sehr stylisch aus mit dem Logo und der roten LED-Beleuchtung bei der Bedienung und macht einiges her auf dem Schreibtisch. Hätte er ein Kabel, würde ich ihn eher nicht auf dem Schreibtisch liegen haben wollen. Deshalb sehr schön gelöst an dieser Stelle von Teufel, wie ich finde. Die gummierte Unterseite sorgt für einen guten Grip, wodurch er bei der Bedienung nicht verrutscht. Das Einzige, was mich an dem Teil stört, ist der enorm schwer zu drückende Button für die Mute-Funktion. Außerdem geht das System für meinen Geschmack etwas zu schnell in den Standby-Modus, wodurch ich den Button relativ oft bedienen muss und dabei wirklich Kraft aufbringen muss. Hier wäre ein leichterer Druckpunkt angenehm gewesen. Beim Concept C handelt es sich um ein 2.1 Soundsystem. Primär würde ich es dank der integrierten Soundkarte als Soundsystem für einen PC sehen. Dank AUX-Anschluss lässt sich das System aber auch am Fernseher, der Spielekonsole oder anderen Geräten verwenden. Die Soundkarte ermöglicht euch eine direkte Verbindung mit dem PC per USB Plug and Play. Das Teil hat bei mir sofort funktioniert. Die beiden Lautsprecher sind aus Kunststoff gefertigt, sehr sauber verarbeitet und haben teufeltypisch den Teufel-Schriftzug in Silber auf der Vorderseite. Hinter dem Gitter sitzt ein 19 mm Hochtöner und 80 mm Tieftöner. Ich habe die Lautsprecher direkt auf dem Schreibtisch stehen. Optional ist aber auch eine Wandmontage möglich. Der Subwoofer hat einen 200 mm großen Tieftöner verbaut, welcher an der Unterseite des Geräts angebracht wurde, wodurch der Boden zu beben beginnt. Maximal 150 Watt sind hier möglich, mit 12 Kilo auch wirklich alles andere als leicht das Teil. An Anschlüssen oder Möglichkeiten mangelt es hier definitiv nicht. Ein USB-Ausgang, eine 3,5 mm Klinkenbuchse, ein Mikrofoneingang, ein Kopfhörerausgang und Bluetooth sind mit an Bord. Aber wie ist der Sound? In einem Wort, enorm. Für ein 2.1 Soundsystem habt ihr hier einen krassen Sound. Perfekt für Gaming am PC oder eben in meinem Fall das Editieren und Schneiden von Videos. Ein klarer Sound ist einfach wichtig. Ein Wahnsinnsbass. Ich bin froh, meine vorherigen 15 € Lautsprecher nun endlich gegen dieses Prachtstück getauscht zu haben. Hier mal noch ein kleiner Soundtest zur Demonstration. Boah, das ging jetzt nicht mehr in den Ohren gerade. Ja, also ihr merkt so ab, was war es? Vielleicht 30 ist Schluss, 30 Hertz. Ja, ihr merkt schon, extrem laut, aber es bleibt trotzdem schön klar, der Sound. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch der Bass, wirklich, ja, ihr habt es gerade gemerkt schon im Test, der macht ist der Hammer, das Teil. Vor allem, weil er eben nach unten so abstrahlt. Krass.
hoffe, das Video hat euch gefallen und war vor allem hilfreich für euch. Bis auf diesen extrem schweren Druckpunkt des Buttons bin ich wirklich absolut zufrieden mit dem System. Link natürlich dazu in der Videobeschreibung. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das gerne RealVanix. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Lasst mir gerne auch Feedback in den Kommentaren da. Über ein Like und Abo freue ich mich auch, wie immer. Wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.